Ja, hallihallo Leute und willkommen zurück. Das Video geht jetzt um die Road Tickets. Ihr wollt ja alle die schönen Tickets farmen. Ich habe vorhin wieder ein Lama gekauft, aber leider nur eine Archäologin Jess nochmal bekommen. Jedenfalls, ich wurde gefragt, wie ich jetzt innerhalb von einem Tag fast 10, also von 1700 bis 10.000 Tickets, also wie ich quasi fast 8.000 Tickets gefarmt habe. Das können die meisten erstmal von euch so gar nicht, weil ihr das Level nicht dafür habt. Aber ich sag euch trotzdem, wie ihr das macht, denn es gibt immer wieder Leute, die schaffen es trotzdem. Also als erstes bekommt ihr hier bei jeder Map, natürlich umso höher ihr seid, desto mehr Tickets bekommt ihr. Wir sehen, Level 100er Maps geben 120 Road-Tickets. Dann gehen wir ein bisschen weiter runter, 94er geben schon nur 118. Was gibt es hier noch? Hier haben wir 76er, geben dann zum Beispiel nur noch 108. Also kriege ich hier quasi auf den 100er Maps 12 Tickets mehr. Was bei einem Einzelnen nicht viel ausmacht, aber wenn man das die ganze Zeit macht, natürlich schon. Ihr im Brutal bekommt, die meisten, die im Brutal sind, bekommen halt dann nur 80 rum, wie wir hier sehen. Wobei die Level 70er Maps dürften auch mehr geben. Genau, die geben schon mal 102 Tickets. Diese solltet ihr einfach alle abfarmen, also nie dieselbe Map machen, sondern immer quasi die machen, wo ihr noch Tickets bekommen könnt. Wie ihr das macht, ist ganz einfach. Ihr könnt auf die Stormshield One Seite gehen. Wenn ihr euren Namen hier oben eingibt, wo meiner jetzt Moonpoison steht, geht ihr auf Overview und jetzt seht ihr hier auf einmal Cooldowns. Horde Cooldown, ich komme gleich. Ich komme gleich, oder was möchtest du? Nee, sowas mache ich nicht. Ja, dann lass es dir schmecken. Hier gibt es einmal die Horde-Cooldowns. Wir sehen, wir haben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Und die haben einen recht hohen Cooldown. Also wir sehen 21 Stunden, 19 Stunden, 16 Stunden und so weiter. Dasselbe haben wir hier auch bei den Storm-Cooldowns. Die Storm-Cooldowns sind quasi wirklich das, was wir hier vorhin gesehen haben. Also, ne? Ihr seht dieses schöne Stürmchen, das sind Storm-Cooldowns. Alert-Cooldowns gibt es hier auch noch 3 Stück. Das wären dann zum Beispiel eine Waffe oder... Genau. Ja, wir sehen die zeitlich begrenzte Waffen da. Und so, so farmt ihr auf der einen Seite. Dann die nächste Möglichkeit ist, ihr geht auf eure Event-Roadtrip und guckt euch eure Horden-Herausforderungen an. Ich wurde jetzt des Öfteren gefragt, ob ich helfen kann. Kann ich momentan nicht, weil das einfach zu lange dauert und wenn ich jedem da überall helfe, komme ich gar nicht mehr klar. Ihr könnt einmal hier nochmal, das Gold hier, hier geht's. Ich bin jetzt bei Herausforderung 26, also es hört nicht bei 19 auf. Für jedes Mal, wenn ihr eine Stufe schafft, bekommt ihr 250 Tickets. Also sprich 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und so weiter, bekommt ihr jedes Mal Roadtrip-Tickets, 250, für jede bestandene Mission. Der Nachteil daran ist, dass ihr das in einer 76-Zone machen müsst. Dementsprechend sind die meisten dafür zu klein und es wird schon schwerer. Hier gibt es nichts Großartiges, aber nicht verzagen, wenn ihr das nicht machen könnt. Dann gehen wir hier auf die Horde drauf. Was bei euch auf jeden Fall gehen sollte, ist, wenn ihr hier auf die 76er klickt, das müsstet ihr auch als Low-Level kennen. Und dementsprechend geht ihr dann einfach hier auf die Roadtrip-Tickets. Ihr seht, die 76er gibt 120, die 70er 102 und dann umso kleiner man geht, umso weniger bekommt man. Das sind hier diese Cooldowns, Horde-Cooldowns. Also ich könnte das jetzt noch 6 Mal machen und danach würde ich auch keine Tickets mehr bekommen. So bekommt ihr zumindest schon mal, wenn ihr das jeden Tag macht, mindestens 2000 Tickets. Ohne die Belohnungen jetzt von der Questreihe hier zu sehen. Also wenn ihr wirklich eure Cooldowns am Tag hier runterballert, ne, Horde-Cooldowns, Storm-Cooldowns, so schnell ihr könnt, so viel ihr könnt, seid ihr am Tag im Schnitt bei 2000 dabei. Wenn ihr die Questreihe noch offen habt, gratuliere ich euch, jetzt müsst ihr das nur noch schaffen. Ja, so habe ich zumindest innerhalb von einem Tag 8000, knapp 8000 gefarmt und dann habe ich halt nochmal 2000 in Lamas investiert und dann hatte ich die 10.000 voll.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt nahelegen, was ihr tun müsst, um Tickets zu bekommen. Bis demnächst. Bye bye.